Willkommen zu F1-24 Audi-Karriere. Heute sind wir in Saudi-Arabien und gelingt es mir endlich, den ersten Punkt einzufahren. Dieser Frage gehen wir heute natürlich auf den Grund und ich freue mich extrem, denn Jeddah ist natürlich auch bekannt für seine überraschenden Rennen, weil auch Safety Car und Red Flag und vieles mehr eine große Rolle spielen können. Abonniert gern kostenlos den Channel, lasst gern unbedingt ein Däumchen nach oben, dann schaut auch gerne auf Instagram und auf TikTok vorbei. 6,1 Kilometer, 27 Kurven und 2 DRS-Zonen machen diese Strecke hier tatsächlich zu einem, es sind 3 DRS-Zonen, machen diese Strecke hier tatsächlich zu einem wahren Festspiel. Ich freue mich mal und wir gehen mal ins Qualifying rein. Schaut auch gerne auf Instagram, auf TikTok vorbei und let's go zu dieser sehr turbulenten Runde, denn wir müssen ein paar Leute überholen. Ich bin ganz knapp vor der Jacket Flag über die Linie gefahren. Fernando, bitte mach doch Platz hier. Ja, ich muss die Verwarnung mitnehmen. Ich verstehe einfach nicht, warum manche Leute keinen Platz machen können. Alonso hatte keine schnelle Runde mehr, aber das ist nur dieses reine Prinzip. Blue Flags, Bro. Jetzt geht hier durch den ersten Sektor durch. Hotlap natürlich, alles neu. Alle Farben hier geändert. Links leicht im Körper berühren, rechts drüber rattern. Und wir haben den ersten Sektor. Schon 4 Zehntel Verbesserung. Das ist verdammt stark. Ich habe auch noch 78, jetzt sogar fast 90% an Hotlap-Leistung. Es geht in den Mittelsektor rein. Hier nur keinen Fehler einbauen. Nur kein Ditch an die Mauer. Wir haben natürlich Traktionskontrolle, Mittel, Selbststarten, Selbstbremsen. Und die KI ist auf 97. Hier etwas zu weit über den Körb gegangen. Da bin ich ja quasi runtergerutscht. Und dann darf ich hier mal das erste Mal ein bisschen ES benutzen. Da gönnt mir Esteban Ocon leichten Windschatten. Und ich freue mich, denn da vorne sehe ich das nächste, ja, Hilfsmittel würde ich fast sagen. Da ist noch einer, der mir Windschatten gibt, zumindest mal bis in die letzte Kurve rein. Es ist Yuki Tsunoda. Dann guckt mal oben rechts, was das bringt. Über eine Zehntel konnte ich hier gewinnen, ab in die letzte Kurve rein. Und da ist noch einer. Vielleicht gibt es dann nochmal einen weiten Windschatten. Aus der letzten Kurve raus konnte ich nochmal eine Zehntel finden. Und das ist eine Verbesserung um 1,2 Sekunden. Wir gucken mal, wie die Startaufstellung aussieht. Es ist an der Zeit, einen Blick auf die Startaufstellung der Fahrer nach einem aufregenden Qualifying von gestern zu werfen. Heute startet Sergio Perez von der Pole und daneben steht Max Verstappen. Und schauen wir uns den Rest der Startaufstellung an. Norris, Sainz, Oscar Piastri, Hamilton, Russell, der Professor, Fernando Alonso, Stroll, Ricardo, Ocon, Albon, Hülkenberg, Leclerc, Gasly, Sargent, Tsunoda, Bottas, Magnussen, ein Wagen des neuen Teams und Guanyu Zhou. Jetzt, wo die Lichter jeden Moment ausgehen, wird es Zeit, zur Strecke zu schalten. Es ist der 8. Platz. Chano ist auch nicht letzter, aber nur weil, jemand eine Strafe bekommen hat. Dennoch freue ich mich extrem. Es war eine der besten Qualifying-Runden, die ich jemals absolviert habe, obwohl es nicht gerade die beste Zeit war. Es ist ein unterlegenes Material und wenn du so viele Tows bekommst, ist das natürlich Gold wert. Zweites Rennen in unserer Audi-Karriere. Lights out und let's go. Diesmal gehen wir mit dem Strom, schwimmen mit dem Strom und werden uns für den gleichen Reifen entscheiden wie die anderen. Ab in Turn 1, da wird es eng. Ich schneide mal links ein bisschen in den Körb. Dann geht es hier mal in die erste Kurve rein. Esteban Ocon zeigt sich, aber der hat keine Chance. Lewis Hamilton und George Russell jetzt vor mir. Ja, sorry für die leichte Berührung mit Russell. Das wollte ich absolut nicht. Aber es ist halt wirklich verdammt eng hier. Und die beiden schenken sich gar nichts. Die sind wirklich unersättlich. Guckt euch das mal an. George Russell hier jetzt innen, links Hamilton. Ich bin quasi blockiert. Ja, das war ein interessanter Exit. Im Windschatten sauge ich mich hier an George Russell, der jetzt an die rechte Seite abdeckt. Das geht hier in die Mitte rein. Schaffe ich es hier wirklich? Doch, Leute, wir führen gerade, wir haben gerade 2 Mercedes überholt und sind aktuell auf dem 6. Platz. Das ist natürlich, wird das nicht so bleiben. Aber aktuell läuft mal alles sehr gut. Über 2 Sekunden Rückstand zu Oscar Piastri und Sergio Perez. Das ist mir aber jetzt mal egal, weil der 6. Platz, Alter, was für ein unfassbares Gefühl. Wenn ich mir das Desasterrennen von Bahrain angucke. Es war jetzt kein großes Desaster, aber es war halt ein riesen Strategiefeld. Guckt gerne oben rechts vorbei. Da habe ich euch die komplette Playlist der Audi-Karriere verlinkt. Würde mich echt freuen, falls ihr noch nicht geguckt habt, dass ihr da auch gerne durchklickt. Lasst gerne ein Däumchen oben da und das ist wirklich unfassbar. Aktuell schaut es mal gut aus, das ist aber nur eine Momentaufnahme, weil es eben noch kein DRS gibt. Also wenn die Jungs da das DRS aktivieren dürfen, bin ich sowas von Geschichte. Also unser Auto ist wirklich, also generell dieser Audi in der Season 1 ist wirklich
unfassbar schwach in jeder Hinsicht, aber die größte Schwäche liegt einmal mehr im Antrieb. Wir sind ganz, ganz langsam auf der Geraden. Jetzt geht sie Richtung Turn 1. Das DRS ist leider schon aktiviert. Wir gucken uns noch einmal den Start an. Ich bin echt sehr, sehr stolz, wo ich gestartet bin. Die Ferrari haben jetzt auch schon dieses HP-Emblem. Hier in Turn 1 konnte ich nicht viel erreichen. Da fliegen sogar ein paar Trümmer. Es war aber kein Flügel, sondern es war, weil ein paar Leute auf den Körper drauf gefahren sind. Also keine Angst, ich habe da keine Berührung mit jemandem irgendwie gemacht. Wir sind aktuell in der zweiten Runde und jetzt schaut schon etwas anders aus. Also ich habe gerade mal etwas mehr als 13. Da gibt es eine gelbe Flagge hinter uns. Und tatsächlich, da scheidet oder wird mal jemand langsamer. Es ist ein Hellblauer. Es ist Alexander Albon. Das ist natürlich bitter. Aber Chano gewinnt den Platz und wir gewinnen ein bisschen Zeit, weil es das Virtual Safety Car gibt. Das normale Safety Car wäre natürlich etwas besser gewesen, dann hätten wir mal strategisch umdenken können. Aber in der zweiten Runde, glaube ich, ist es noch keine Zeit für irgendwelche Strategie-Ideen auf dem weißen Reifen. Ich gehe mal auf keins, lade mir mal ein bisschen das ERS auf. Konnte ich jetzt die ganzen Runden nicht, weil ich unter Dorbeschuss war. Und ja, ich kann natürlich auch ein bisschen zu den Jungs da vor mir abreißen lassen. Ich fahre mit ERS aus. Da brauche ich fast nicht mal mehr die 40%. Virtual Safety Car ist vorbei. Ich habe sogar ein bisschen Zeit gut gemacht auf Oscar Piastri und Sergio Perez. Also so schlecht war diese VSC-Phase nicht. Die hat mehr gebracht, als sie gekostet hat. Da kommen wir neben die Strecke und hier noch einmal gerutscht und nochmal gerutscht. Ja, zu Recht die Verwarnung hier. Ich konnte kaum einlenken. Also ich wollte jetzt aber auch nicht vom Gas runter, sonst wäre Russell da easy going an mir vorbei gewesen. Also das kann ich nicht zulassen. Ich kann aber auch nicht zulassen, dass ich mich da irgendwie wegspinne. Sechster Platz immer noch und das in der dritten Runde. Wer hätte das geglaubt? Ich habe natürlich einen riesen Konvoi da hinter mir anhängen, aber das juckt mich aktuell mal nicht. Ich will das hier unbedingt. Ich will unbedingt heute einen Punkt mitnehmen. Ich habe schon gesehen bei den Long Runs, wir haben eine übertrieben gute Pace im Vergleich zu der KI. Und vor allem habe ich auch gemerkt in der Quali, dass ich da mich locker in den Top 10 reinkämpfen kann. Auch beim ersten Versuch schon. Ich bin wirklich mega, mega erstaunt, wie stark dieses Auto gerade auf dieser Strecke performt. Und da schießt mal links der Mercedes und rechts der andere Mercedes in die letzte Kurve hier rein. Da hatte der Giorgi die Nase vorne. Ist jetzt aber nicht so schlimm, weil wir bekommen dadurch das DRS Richtung Turn 1. George Russell, wir saugen uns hier leicht dran. Persönliche Bestzeit. Und hier komme ich angeschossen Richtung Turn 1 und wir können uns hier wieder an ihm vorbeisetzen. Das ist natürlich ein Katz-und-Maus-Spiel, das ist mir auch ganz klar. Hier am Ende der vierten Runde bin ich wieder ordentlich unter Druck, unter Bedrängnis. Rechts probiert seiner. Links kann ich gerade noch so abdecken, rechts schießt jetzt mal George und auch direkt dahinter ist Esteban Ocon vorbei. Den einen lassen wir mal ziehen, weil ich einfach nicht mehr da hinterher komme. Das DRS darf ich nun auch noch aktivieren, aber der ist zu weit weg. Bestimmt kommen wir da nicht mehr so einfach vorbei. Das war mir auch klar, dass zu einem gewissen Moment dieses Glücksspiel, will ich fast sagen, vorbei ist Richtung Turn 1. Hier kann ich mich immer noch gegen Esteban Ocon behaupten. Es ist der siebte Platz, der immer noch ein mega starkes Ergebnis wäre. Ich probiere mich jetzt mal dran zu hängen. Vielleicht reicht es ja, um diese Runde George Russell folgen zu können. Ob das natürlich jetzt funktioniert, weiß ich nicht genau. 18. sind es jetzt nämlich schon. Ah, da rate ich wieder über den Körb drüber. Das kostet halt wirklich so viel Zeit. Das konnte ich aber hier wieder ein bisschen gut machen. 18. immer noch. Und der kurvige Sektor ist vorbei. Ich fahre auf Hotlap, was ich nicht ganz bemerkt habe. Kostet natürlich viel Zeit. Viel Zeit jetzt nicht, aber es kostet am Ende hin natürlich, wenn ich kein ERS mehr bekomme, ein bisschen Zeit. In der dritten Runde, hier gab es dieses spektakuläre 1 gegen 1 gegen 1, wo mal George Russell sich vorbei gekämpft hat, würde ich fast sagen, im Windschatten, konnte ich mich dann wieder dran arbeiten und dank dem DRS haben wir gesehen, am Ende von der ersten Geraden wieder vorbei. Sechste Runde hier, wir sind immer noch hinter Georgie, also es ist eigentlich ja nur diese eine Momentaufnahme. Es geht hier Richtung Mittelsektor, wo es auch unter anderem natürlich insgesamt 3 DRS-Zonen hintereinander gibt. Das stimmt mich dann schon ein bisschen zuversichtlich, dass wir da noch näher dran kommen können. Das DRS wird aufgemacht. Jetzt drehe ich mal das ERS ab, weil ich sorge mich schon dank diesem DRS ein bisschen näher an Russell dran. Hier geht es dann in diese Zickzack-Kurve. Das kostet ein bisschen Zeit, ein paar Tausendstel hier verloren. Das ERS aufgedreht, da ist nicht mehr viel da.
Das DRS darf ich auch aufmachen. Alonso ist nicht mal im DRS-Fenster zu uns. Das bedeutet, wir haben jetzt mal kurz für eine Weile eine Ruhe. Reicht es auch hier aus der letzten Kurve raus, um George Russell irgendwie gefährlich zu werden? Der Rutscher hier war natürlich jetzt nicht gerade das Beste. Wir sind unter 6 Zehntel. Jetzt hier das DRS aktivieren, das letzte ERS aus dem Elektromotor rausquetschen. Aber nein, leider nicht. Eine halbe Sekunde, der ist wirklich schnell, der Mercedes. Überraschend schnell im Vergleich zu meinem Auto. Jetzt hier rein, die erste Kurve gut geschnitten, keine Verwarnung wegen Abkürzen. Wir sind nur noch 3 Zehntel hinten. Jetzt mache ich hier wieder meinen Spezialtrick. Wir gehen auf Mittel-ERS, was bedeutet, dass wir natürlich mehr aufladen, als wir verbrauchen. Jetzt ist aber auch Fernando da und das könnte ziemlich knapp werden, echt. Jetzt sind wir auch draußen aus dem Fenster. Ich muss aber an die Box, was bedeutet, wir lassen hier Alonso ziehen und gehen mal an die Box. Holen uns den Reifen, ich versuche den quasi Undercut-Versuch gegen die Spitze. Bitte Box, einmal verkackt es nicht. Mann, sonst muss ich echt schon das Bingo holen. Da vorne ist auch jemand an die Box gefahren. Das ist, glaube ich, ein... Ja, was ist das, ein Ferrari? Jetzt rein, komm schon. Time to shine. Time to shine. Again and again and again. Mann, bitte, was machst du denn auch beruflich? Esteban Ocon ist jetzt auch vorbei. Es ist so bitter, wirklich. Ich fahre mir jede verfickte Tausendstel raus und dann macht diese Box jedes Mal die gleichen dummen Fehler. Über 1,8 Sekunden ist Esteban Ocon mittlerweile vor uns. Und jetzt ist auch schon Alonso und Hamilton an der Box gewesen. Und was bedeutet, wir sind jetzt komplett abgeschlagen. Irgendwie auf Platz 13, was das Ganze ja unmöglich macht für Punkte. Zieht jetzt auch noch Leclerc vorbei. Ja, da kann ich nicht viel dazu steuern, gegensteuern. Der ist halt wirklich verdammt schnell. Das ist ein Ferrari. Er hat DRS und ja, auch noch ERS und vieles mehr, was... Auch das wesentlich bessere Auto, was mir hier natürlich jetzt im Fight gar nichts bringt. Leclerc geht vorbei und da kann ich auch nichts gegensteuern. Mal gucken, die restlichen Leute waren an der Box. Da vorne haben wir Esteban Ocon, der mit Fernando Alonso kämpft. Vielleicht kann Charles Leclerc die beiden etwas aufmischen und ich kann ja den Profiteur vielleicht machen da davon. Gucken wir uns das Ganze mal an. Leclerc hat auf jeden Fall eine unfassbare Pace, wenn ich mir das so angucke, wie schnell der da durch die Kurven durchkommt. Da kann ich nicht mithalten. Das ist wirklich... höchstes Niveau und der ist halt wirklich übertrieben schnell hier über den Körper drüber. Vorhin gab es dafür noch eine Verwarnung, jetzt gab es gar nichts, das ist auch interessant. Jetzt hier rein in diese langgezogene Linkskurve. Ich probiere wirklich mein Bestmögliches hier dran zu bleiben. Ich weiß halt genau, wie das hier ausgeht. Ich kann hier einen Punkt holen. Wir sind aktuell auf dem 10. Platz, weil auch die restlichen Leute an der Box waren. Ich decke hier wirklich ganz späten Moven ab gegen Esteban Ocon, aber... Ja, nix da. Der Bre ist so schnell hier Richtung Turn 1. Geht's Rad an Rad. Ich lasse ihn aber auch innen genug Platz zum Atmen. Und wir können uns hier immerhin noch einmal kurz verteidigen. Es sind noch 6 Runden, Leute. Drückt uns die Daumen. Vor uns geht's auch noch drunter und drüber. Lewis Hamilton gegen Charles Leclerc, gegen Fernando Alonso. Alle wollen da eine bessere Position haben. Hamilton auf Platz 9 und Leclerc auf Platz 8. Das ist wirklich eine große Überraschung. Wobei, wenn ich mir die letzten Rennen so angucke, eigentlich auch nicht. Jetzt hier durch diese S's. Noch einmal alles hier rausquetschen, das ERS aufsparen. Es ist hinter mir Esteban Ocon und was soll ich sagen, der Alpine ist schneller wie mein Audi hier. Der ist wirklich unheimlich schnell. Hierdurch, ich habe auf Mittel immer noch aufgedreht. Nach dieser Schikane werden wir das Overtaking benutzen. Ich probiere hier wirklich alles, quetsche alles raus, doch das schießt erneut ein Lance Stroll an mir vorbei. Turn, ja Mann, der verabschiedet sich hier, aber wie? Ich habe mal einmal kurz zurückgeblickt und musste hier fast gegen die Mauer fahren. Ach du Scheiße, Esteban Ocon. Da, Lance Stroll, was war das bitte? Der ist so vorbeigeschossen. Ja, einmal... Es geht in Richtung der Lanz und die ganze... Oh mein Gott, Leute. Ich war unnormal spät auf der Bremse. Ja, da gibt es auch zu Recht die Kollision mit Daniel Ricciardo. Ich kann mir aber immer in den Platz behalten, das finde ich gut. Wir gehen in die 14. Runde rein, Leute. Es ist erneut Gangbang-Zeit hier. Daniel Ricciardo kommt hinter uns dran, schießt hier an uns vorbei. Kann ich noch einmal was gegensteuern? Es geht in die letzte Kurve. Ich bremse ganz spät. Mache einen Überraschungsmove gegen Daniel Ricciardo. Habe aber natürlich vergessen, ich 2 QT, dass natürlich hier das DRS nicht mehr in der letzten Kurve ist der Messpunkt, sondern in der vorletzten. Daniel Ricciardo schießt hier an uns vorbei. Ich versuche hier alles, um ihn vorbeizuhalten, aber es geht nicht. Wir gehen hier Richtung Turn 1 mit Lance Stroll und Daniel Ricciardo, können uns immerhin hier vorne halten. Das war nicht die feine Englische, wie ich gegen Ricciardo abgedeckt habe. Aber ich will unbedingt den 3. Platz, den 10. Platz haben. Bitte gönnt mir doch den einen Punkt.
Hier noch einmal rein, wir sind mittlerweile in der 15. Runde. Daniel Ricciardo hinter mir mit 15. Wir gucken uns aber ein paar Replays an, die vielleicht, ja, Aufstoß bringen, wie hart ich hier tatsächlich kämpfen musste. Und da verabschiedet sich Lance Stroll. Ich weiß nicht genau, was der da macht. Ich war so überrascht, dass ich dann sogar fast einen Unfall gebohrt habe. Ditch gegen die Mauer und dadurch war natürlich auch die Tür offen für die drei Verfolger dahinter mir. Zack, einer schießt hier links raus, der andere schießt rechts raus und ich versuche hier noch einmal mit allen ja möglichen halbwegs legalen Mitteln noch einmal vorbeizugehen. Das war halt wirklich viel zu spät, wo ich hier drauf war. Das wollte ich absolut nicht zu drauf halten da. Und guck dich das mal an, die DRS-Hilfe gegen Daniel Ricciardo, der ist so schnell. Hier konnte ich mich dann immerhin in die letzte Kurve reinbremsen. Ricciardo rechnet auch absolut nicht damit. Und da geht's mit einem Powerslide aus Turn 27 raus. Hier probiere ich so eine andere Linie zu fahren. Das ist halt wirklich Ricciardo sau schnell. Okay, das war wirklich viel zu aggressiv. Das ist wirklich zu aggressiv hier, wie ich da reingehe. Also sowas darf ich mir nicht oft erlauben. Das ist wirklich... Jetzt, wo ich das in der Replay noch einmal sehe, war das wirklich unmenschlich. Lance Stroll und Pierre Gasly sind ja noch an mir vorbeigezogen. Wir sind bereits in der vorletzten Kurve. Letzten Runde, jetzt haben wir es. Es geht hier Richtung Turn 1. Ich halte mich auf der Innenseite. All in! Hier gegen Pierre Gasly. Wir bleiben hier, da kürzt die erste Kurve ab tatsächlich, der Bre. Wir bleiben hier mal auf dem 10. Platz. Ich probiere jetzt wirklich den Abfuck hoch 3. Ich fahre den ersten Sektor mit keinem ERS, um in den anderen 2 DRS, ohne ERS, um in den anderen Sektoren, wo ja wirklich DRS hoch 10 überall ist, probiere ich dann da das röstliche ERS rauszuquetschen. Wir gucken uns noch einmal die Replays an, unter anderem hier gegen Daniel Ricciardo und Lance Stroll. Das war ja wirklich ein Rennenkampf gegen die beiden Jungs. Aber zugunsten aktuell mal für mich hier durch diese Sektoren durch. Da kann es doch kaum überholen, das weiß ich jetzt mittlerweile auch. Aber umso schlimmer ist es dann halt hier. Runde 27, da gehen in der 27. Kurve. Das ist nicht blöd weggeflogen, war das meins? Ich glaube schon. Da geht es in die letzte Kurve rein und Richtung Turn 1 versuche ich hier tatsächlich noch einmal alles rauszu. Da verhaken wir uns, okay, ja, das kann passieren. Also ich habe da jetzt nicht mit Absicht mich irgendwie verhakt. Da ist die Jacket Flag, aber da sind wir noch nicht, Leute. Da sind wir jetzt. Es geht aus der letzten Kurve raus. Ich habe mir die letzten ERS-Prozentchen hier aufgehoben. Das wird noch einmal knapp hier gegen Lance Stroll. Wir gewinnen zwar nicht. Aber es fühlt sich tatsächlich wie ein Sieg an. Platz 10 und mein erster Punkt in der Audi-Karriere. Was für ein sagenhaftes Rennen. Ich freue mich extrem, wirklich. Wirklich, das war ein unfassbar geiles Rennen. Und auch von hinten kam man wirklich viel Spaß ab. Am Ende konnte niemand Max Verstappen aufhalten. Er holt sich den Sieg. Und das sind jetzt 2 Siege in Folge. Das könnte der Beginn von etwas ganz Besonderem sein. Aber warten wir noch ein wenig ab. Es ist noch ein langer Weg. Red Bull hat heute äußerst hart um die vordere Position gekämpft und es ist großartig, dass es sich ausgezahlt hat. Das Team tut so viel für den Sport, dass man sich einfach nur über den heutigen Sieg mitfreuen kann. Doppelpodium für Red Bull. Wann haben wir das letzte Mal gesehen? Auch Lando Norris sagt, die ersten 2 sehen sogar realistisch aus. Der 10. Platz beschert uns einen Punkt, aber ich meine, wenn ich mir allein die Gap angucke, zu der Spitze. Über 30 Sekunden Rückstand, alleine 10 Sekunden zu Lewis Hamilton. Mal gucken, was Chano so gemacht hat, aber zuerst mal in die Rangliste. Mit diesem einen Punkt hüpfen wir mal auf den 12. Platz, weil ab dem 13. noch keiner einen Punkt hat. Auch in der Konstrukteurs-WM überholen wir gleich 3 Teams und ziehen mit Alpine gleich. Und Visa Cash App hat nur einen Punkt mehr. Also ihr seht, dass da hinten wird wirklich ein enger Kampf um die Meisterschaftspunkte. Chano hat nicht ganz überzeugen können, aber ihr seht halt auch wirklich, dass dieses Auto absoluter Schrott ist. Wir springen in der Teamwertung auf den begehrten 5. Platz und dürfen somit auch unseren ersten Sponsor nehmen.
50.000 gibt es für Grundos. Gehen wir mal hier rein. Und ja, Rennen schließt mindestens unter den Top 10 ab. Das ist natürlich auch immer mein Ziel, aber es gelingt halt nicht immer. Wir nehmen das, schlage deinen Rivalen, weil ich halt genau weiß, dass mein Rivale aktuell eh nur Chano ist und der ist noch nicht genau auf dem Level wie ich. Da dürfen wir mal nicht viel. Ich habe noch nicht viele Helme. Diese Pose werden wir vermutlich die erste Season komplett nicht sehen. Aber ich will noch einmal hier diese Sponsor-Sticker draufkleben auf das Auto. Und währenddessen würde ich sagen, vielen, vielen Dank für euren Support. Da kommt jetzt auch wieder dieses Neongrün so ein bisschen in Geltung, weil ich bin so ein Fan von so Akzenten. Wir hatten ja auch dieses Ineos oder wie das heißt, bei Mercedes, die ja dieses Weinrot damit reingebracht haben. Für heute soll es das aber mal gewesen sein. Ich freue mich extrem, dass ihr bis zum Schluss dran geblieben seid. Falls es mir Videos gefallen, würde ich mich gern freuen über ein Däumchen nach oben. Schaut doch unbedingt gern auf Instagram und auf TikTok vorbei, während wir hier im Hintergrund noch immer noch diese ganzen Sponsor-Sticker ankleben. So, da landet auch der letzte ist da. Ich finde es ziemlich okay. Wir haben hier viele grüne Akzente jetzt drinnen. Und eine Sache ändere ich noch, die mich ja quasi seit dem ersten Rennen stört. Denn ich mag dieses, ja, aufgesetzte Grau nicht. Das gefällt mir absolut nicht. Und vielleicht werden wir das ein bisschen changen. Oh, das schaut noch beschissen aus tatsächlich. Vielleicht so. So gefällt es mir eigentlich. Ja, schwarz, rot. Ich weiß nicht genau, doch, so ist es geil. So werden wir das Ganze, glaube ich, beibehalten. Ein paar Änderungen an der Lackierung, glaube ich, macht jedes Team einmal. Für heute aber jetzt endlich war es das mal. Ich freue mich wirklich, das macht so viel Spaß. Ihr habt wirklich recht, von ganz hinten anzufangen mit einer hohen Schwierigkeit und nicht direkt gleich jedes Rennen zu gewinnen oder in jedem Rennen zu punkten, ist halt wirklich eine Challenge. Und ich hoffe, ihr nehmt die genauso an wie ich und supportet diesen Kanal. Vielen, vielen Dank fürs Zugucken. Schaut gerne auf IT-Gaming auf Instagram und vor allem auch gerne auf IT-Tobi auf TikTok vorbei. Links über alle unten in der Bio. Abonniert doch hier gern kostenlos. Bis dahin, danke fürs Zugucken und ciao.